vibe, something wrong. Mommy crying, daddy gone, wasn't me, nosebleeds. Empty fridge, no groceries, teardrops running down my face. It's just one of those days. If you and me would meet someday, I think the first thing you would say is something like, I've made some mistakes in the past, but something that is cannot change. I try to do the best that I can to push it all away, but I would do it all again. I would do it all again, yeah. I would do it all again, again, again. 99 flashing lights, don't move hands up to the sky. What should I do? Just run away. The pistol's on me, but it's not mine, I say. It's like it's all falling out of place. But I see it much clearer now. I see it much clearer now. So much clearer now. I've made some mistakes in the past, but something that is cannot change. I try to do the best that I can to push it all away, but I would do it all again. I would do it all again, yeah. I would do it all again. Ja Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Ja Leute, wie ihr gerade gesehen habt, handelt es sich heute wieder um einen neuen Al-Waha-Tabak, nämlich um den Geschmack Litchi. Es wird ein bisschen anders geschrieben, keine Ahnung, wie da die Richtlinien sind, aber Litchi soll es sein. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid und bis gleich. Ja Leute, wie gestern wieder 200 Gramm für 13,90. Ja Leute, den Schnitt und die Feuchtigkeit habt ihr ja gerade gesehen, also der Tabak ist diesmal mittel bis grob, ist ein bisschen gröber als der 66 von Al-Waha und Feuchtigkeit, er ist nicht trocken, er ist schon angefeuchtet und ihr habt auch keine überschüssige Molasse, deswegen würde ich sagen, geht es auf jeden Fall klar. Nach was riecht jetzt das Ganze? Ja, lass uns mal riechen. Ja, also ich muss sagen, Litchi esse ich sehr gerne, aber ich weiß nicht, wer regelmäßig Litchi isst, diese Frucht. Ist, glaube ich, bei mir auch schon wieder ein bisschen länger her. Ich weiß aber noch im Hinterkopf ungefähr, wie das schmeckt, das Ganze. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, wie das Ganze schmeckt, dann riecht der Tabak für mich ein bisschen so nach dem Rockstar, nach dem lilanen. So leicht stechend, leicht erfrischend, leicht säuerlich, aber da ich ja weiß, wie eine Litchi schmeckt und ich denke mal, die meisten da draußen wissen auch, wie eine Litchi schmeckt, dann riecht man die auf jeden Fall raus. Also ich würde sagen, das Ganze riecht so, als ob ihr gerade die Litchis vom Baum gepflückt habt, in eine Schale getan habt und die jetzt frisch vor euch liegen und ihr in die Schale eure Nase steckt und dran riecht. Es riecht einfach wie ein Korb voll Litchis, die gerade frisch vom Baum gepflückt wurden. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal, wie das Ganze raucht. Meine Kohlen sind jetzt circa seit 20 Minuten drauf. Ich rauche heute wieder mit der Any Dark Steel, diesmal im Broho Tonkopf mit einem Aufsatz. 4 Naturkohlen von Al-Dukhan. Und ja Leute, lasst uns mal gucken, wie das Ganze qualmt und nach was es schmeckt. By the way Leute, ich hatte glaube ich noch keinen puren Litchi-Tabak bisher. Ja, auch keinen Tabak, der mit Litchi angemischt war oder so oder gemixt war. Deswegen bin ich echt gespannt. Jetzt lasst uns mal gucken, wie das Ganze raucht. Also Leute, gegen den Rauch lässt sich gar nichts sagen. Das qualmt wieder wie Hölle. Bin ich vollkommen zufrieden. Nach was schmeckt jetzt das Ganze, Leute? Ja, Leute, wie vorhin erwähnt beim Geruch, wenn ich jetzt nicht wüsste, nach was eine Litchi schmeckt, habe ich ja gesagt, das Ganze ähnelt ein bisschen dem lilanen Rockstar, so leicht säuerlich und mit einer kleinen Frische innen drin. Jetzt beim Geschmack hingegen ist aber das Säuerliche und die Frische komplett weg. Und ihr habt hier echt eine authentische Litchi-Note da, die mit einer leichten Creme hinterlegt ist. Also beim Ausatmen habt ihr echt einfach nur den Geschmack der Frucht am Schlüssel und im Nachhinein so einen kleinen cremigen Geschmack. Frische, kühle ist hier gar nichts dabei, ja. Hat man ein bisschen rausgerochen. Hätte ich jetzt gedacht, ist vielleicht so eine kleine Eisnote oder sowas am Schlüssel. Aber nee, der Tabak lässt sich echt entspannt rauchen. Also ich habe keine Probleme, trotz mit 4 Kohlen brennt mir der Tabak null an. Schmeckt, kratzt nicht, zischt nicht, alles super. Ich bin gespannt, wie lange sich das Köpfchen rauchen lässt. Und ich kann euch von meiner Seite aus den Tabak nur empfehlen. Also mein Fazit ist, besorgt euch den Tabak. Wer auf die Litchi-Note steht, wer mal sowas rauchen will, kann ich euch nur empfehlen. Von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Und ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch da draußen noch einen guten Rauch. Und ihr wisst Bescheid, falls ich euch sympathisch bin oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hätten wir bald die 1 Million. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
just run away. The pistol's on me, but it's not mine, I say. It's like it's all falling out of play. But I see it much clearer now. I see it much clearer now. So much clearer now. I've made some mistakes in the past, but something that is cannot change.